Meinung zu Kasimir. Kasimir ist der Shit. Kasimir ist krass. Shoutouts gehen an Kasimir. Nilo, die ganze Crew, Sugar, Alex. Hart, Digga, die haben rasiert. Ich gönne ihn von Herz, Alter. Rasiert noch mehr. Kasimir ist sick. Er ist ein Artist. Er ist öfter bei uns im Studio gewesen in Köln. Und ich hätte das nicht gedacht so, aber ich gesehen habe, wie er arbeitet. Er ist ein richtig guter Artist, Alter. Sowas sieht man auch nicht mehr so oft heutzutage. Shoutouts gehen raus. Bruder, ich muss echt sagen, wie ich auf ihn gekommen bin. Es war so, jemand hat mir den gezeigt gehabt und ich dachte mir, hä? Sowas gibt's gar nicht. Yeah. Sowas gibt's nicht wie Kasi. So, wo ich ihn gehört habe, dachte ich so wirklich das erste Mal an 6ix9ine, wallah. Mhm. Direkt 6ix9ine. Ich sag so, oh krass, wallah, Kasi, tschüss. Ja, und somit habe ich Kasi kennengelernt. Und was für ein Zufall. Kasi, seine ganze Umfeld kannte mich, aber Kasi kannte mich nicht. Mhm. Ne? Und das fand ich das Interessanteste, so mit Kasi zu arbeiten, weil das heißt, Kasi kannte mich nicht nur wegen mein so Dillo-Mann ist auf der Straße, seine ganze Freundeskreis kennt mich, aber er nicht. Das fand ich sehr krass, so weißt du, was ich meine? Und der hat sich wirklich für uns entschieden, für Business Club. Und somit dachte ich mir, wow, der kannte uns nicht mal, weißt du, was ich meine? Aber irgendwann hat er das gehört und gemerkt, so sein Freundeskreis, oh, Dillo-Mann, dies, das, ne? Straße, Kasi, dies, bam. Auf einmal ist es passiert, auf einmal, so, der war da und ich freue mich sehr, sehr, dass er da ist, bra, und Resonanz bei Kasi, es explodiert, ist Platz, Alhamdulillah, sehr schön. Ja. Und ich glaube auch bei ihm mittlerweile, er hat sich mit dir auch auseinandergesetzt, weil sein aktuelles Video heißt auch Tech Tech. Jawohl. Und dein letztes Album hieß genauso. Tech Tech, ja, bra, wir sind familiärisch, bra, wir sind Familie. Noch eine Sache rund um Kasimir, was siehst du in seinem Talent? Und gerade ist ja so dieses Ding so, diese jungen Künstler, diese jugendlichen Künstler, bekommen eine sehr hohe Reichweite. Und viele alte Leute sind so von wegen, ey, geh mal weg mit diesen jungen Leuten. Aber die sind so fast schon so blind oder betriebsblind. Die sehen das gar nicht, was für Talente gerade so da unterwegs sind. Genau so sieht's aus. Bei Kasi war das derselbe Fall, wallah. Viele haben gesagt, bra, ich geb dir Rat, der passt nicht und dies und das. Aber ich hab das Feuer gesehen. Mhm. Ich hab das Feuer in seinen Augen gesehen und ich dachte mir, bra, das ist kein Spaß. Das muss gefördert werden, so weißt du, was ich meine? Und egal wer was gesagt hat, ich hab mich für Kasi eingesetzt und ich hab. Ja, pass auf, wenn du heierst, ich pack 15 ab im Backstage, danach geh ich drauf, ne Feier, Bastard, Kasi, mir magst du aufspielen, dich scheiß drauf, du feierst. Okay, haben wir ihm die Zeit auf jeden Fall gegönnt, sich zu zeigen. Aha, Eier, was Eier, denkst du? Feier und Feier, wow. Oh, okay, so bist du aber, halt drauf, aber, ja? Aber trotzdem finde ich den von allen, die ich am interessantesten vom Typ, ne, der ist ein Typ, ich kenne auch schon ein paar Sachen von dem, ich weiß nicht, ob der seine Stimme unbedingt so machen muss, ich glaube, vielleicht spricht er echt so, ich habe ihn noch gar nicht sprechen hören, ich habe nur seine Tracks gehört, vielleicht ist er, ja, dann wäre es natürlich legitim, aber so wie der aussieht, sieht er eher so aus, als würde er so reden normalerweise. easy, ey, aber danke dir auf jeden Fall fürs Feedback, Mann, die freuen sich ja trotzdem, ja, aber wie gesagt, Kasimir, auf den kann man tatsächlich ein Auge haben. Ich glaube, von dem wird man öfter was hören. Davon gehe ich aus. Okay, cool. Ey, dann haben also wir Deal, das. Also Deal, ne? Kasimir kriegt einen Deal. Sehr cool. Ich bin nicht nüchtern. Nüchtern bin ich nicht einmal und ich bin nüchtern. Im Ohr kleben. Ja, ist poppig und deswegen ist es ein sehr guter Hit geworden. So. Deswegen, also, aber ich glaube, die Leute feiern den Song und nicht den Typen. Weißt du, also, das ist so, alle anderen Typen, die wir davor gehört haben, die geben sich Mühe. Und die haben dieses Rap-Verständnis und sowas, dass die halt irgendwie auch ernst genommen werden wollen oder beziehungsweise die wollen, dass man die Typen sieht und sagt, boah, die sind cool. Auch diese hängengebliebenen Dudes. Ich weiß nicht, wie heißt dieser eine, der ganz blasse da, der wo wir gesagt haben, der hat den perfekten Hit, der hat den perfekten Song. Jen Kalle? So, Jen Kalle, weißt du, ich meine, auch wenn der ein blasser Atze ist und dünner Dude, der hat so eine krasse Ignoranz, er will trotzdem ernst genommen werden, ne, so. Und deswegen, da würde ich immer da kaufe ich nicht nur den Song, da liebe ich nicht nur den Song, ich liebe den Typen dahinter, so. Kann man nicht haten, wenn es ein Hit ist, ist ein Hit, kann man nicht haten, so. Aber ich glaube, alle anderen davor, die davor da waren, so, da habe ich die Typen auch gefeiert und will mehr von den Typen wissen, so. Bei ihm ist der Song, kann Hit sein oder ist ein Hit und das ist schön, so, aber nettes darüber sagen, es war ein Hit. Er ist the young old dirty bastard, Bruder. Es hat auf jeden Fall was. So, es ist halt so. Es ist dasselbe Gefühl bei mir, wie als ich zum ersten Mal gehört habe, wo 6ix9ine auf der Straße. Nein, er ist nicht old dirty bastard, er ist mystical, Bruder. Ja. Ist mystical? Ja. Ja. Ja.
geballert. Bitte schau mal, er ist wirklich kaputt von dem Saruch jetzt schon. Der, ja, er ist am Arsch, Bruder. Das ist der Saruch, Chris. Kasimir ist ja, durch, krasser. Bruder. Kasimir ist durch, ich sag dir ehrlich. Weißt du, wieso ich ihn feier? Weil er die Scheiße, die er macht, genau so macht, weil er wirklich gerade wütend ist. Er gönnt sich irgendwas im Kopf, irgendwas passiert, Bruder. Er ist normalerweise immer ganz ruhig, dann passiert irgendwas, er geht hin und rastet komplett aus, setzt sich und du siehst, schaust ihn so an und denkst, Bruder, what the fuck? Ist, alles ist das okay? Auch er, der diesen Hit mit Bad Moms Jay hatte? Ja, ja. Ah. Ja. Der ist so Busta Rhymes ODB-mäßig. Ja, eher ODB. ODB, okay. Ne? Gibt er sich auch so Alkohol? Das weiß ich nicht, aber der hört sich so an. Der Stimme zufolge kann man hier von der einen oder anderen durch zig Nacht durchgehen.